Was ist mir in meinem Leben wichtig? Und was davon sind Rechte, die jeder hat? Auf innovative Weise werden Jugendliche im Demokratielabor Mensch, du hast Rechte dazu ermuntert, sich mit Rassismus, Diskriminierung und Menschenrechten auseinanderzusetzen. Neu ist jetzt die Auseinandersetzung mit dem Thema Datenschutz. Wir wollten dieses Thema Datenschutz und Privatsphäre, was hat das eigentlich miteinander zu tun, auch in diesen Themenbereich mit integrieren. Worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich mein Smartphone verwende? Was kann passieren, wenn ich ständig irgendwas like, wenn ich online shoppe und so weiter und so fort und damit meine Präferenzen immer sichtbarer werden? Diese Station kommt besonders gut bei den Jugendlichen an. Man würde nicht wirklich so darüber nachdenken, was man liked, man würde wahrscheinlich mehr darüber nachdenken, wenn man wüsste, was vielleicht im Hintergrund passiert. Das Lernlabor konfrontiert die Jugendlichen auch mit ihren Alltagserfahrungen. Die Stationen reichen von einer Klangdusche bis hin zur Diskriminierung in Wort und Bild. Wir arbeiten auch gerade in dieser Station ganz stark mit der Perspektive von Betroffenen, die sagen, warum sie diesen Begriff schwierig finden. Dabei stoßen die Jugendlichen immer wieder auf Begriffe, die sie im Alltag nicht als Diskriminierung eingeordnet hätten. Ich wusste nicht, dass eine Soße diskriminierend ist. Und ich finde, das wissen auch nicht viele, weil es standen auch ein paar Kinder, meine Mitschüler, und die wissen das auch nicht. Und dass so eine Soße einfach diskriminierend sein kann. Gerade die Werbung spielt bei Jugendlichen eine große Rolle. Deshalb gibt es auch eine Station, die sich mit den Inhalten von Werbeslogans sowie eingeschränkten Rollenbildern beschäftigt. Zurzeit ist die Ausstellung in der Jugendkulturkirche St. Peter in Frankfurt zu sehen. Alle weiteren Stationen der Wanderausstellung finden Sie unter www.bs-anne-frank.de.